Jo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr denkt euch, hä, Digga, hat er hier irgendwie eine neue Wohnung oder so? Ne, ich habe nur umgestellt. Ich saß immer da hinten und hab da aufgenommen. Jetzt habe ich mir einen Monitor gegönnt und bin auf der anderen Seite. Also ich muss sagen, ich habe jetzt 50k Internet und einen Monitor. Und das ist wie Tag und Nacht, wie man vorher spielt. Also das ist krass, aber darum geht's nicht. Da werdet ihr mehr erfahren in einer Serie Packout oder halt, wenn ich ein Food Champions Video mal bringen sollte. Und ich muss hier halt, Unordnung ist ein bisschen, sorry, aber ich muss das gerade schnell aufnehmen. Weil, ja, neue Squad Player Challenge sind draußen. Zwei sogar, also wie ihr im Hintergrund seht, ausländische Spieler und Spieler im Ausland. Ja, gehen wir mal rein. Eigentlich ausländische Spieler ist eigentlich ganz einfach. Wir haben da drei Stück, Premier League, Bundesliga und Calcio A. Belohnung ist in Ordnung, also hier bekommen wir ein zweites seltenes Goldspieler-Set. Voraussetzung ist drei Premier League-Spieler. Man darf aber halt keine Engländer benutzen, Spieler aus derselben Liga, maximal 6, Teamchemie 90, und ihr seht, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe hinten, also ihr könnt Bronze-Spieler benutzen, eigentlich am günstigsten, Innenverteidiger beide aus der Premier League und dann den Torwart aus der Premier League. Ihr könnt das, ja, je nachdem was ihr habt, so bauen. Ich habe dann hier auf der linken Seite saudi-arabische Spieler, also das ist wahrscheinlich das günstigste von den Bronze-Spielern, und rechts zweite Bundesliga, ganz easy. Und dann würde ich sagen, schicken wir es ab und haben zwei Goldspieler-Set. Okay, dann gehen wir weiter in, zur Bundesliga. Das, ich muss das hier mal gucken, wie ich das mache. Hier ist so ein bisschen dunkel und hier ist hell, weil hier das Fenster ist. Aber wie gesagt, darum geht es ja in dem Video nicht. Belohnung, ein Premium-Silber-Spieler-Set, was richtig gut ist zurzeit, weil da viele Squad-Player-Challenge draußen sind, wo man ja mit einem Silberspieler ein Vermögen verdienen kann. Also bis zu 15k wegen der Dele Alli Squad-Player-Challenge. Wir haben hier die Voraussetzung, drei aus der Bundesliga, keinen Deutschen, genau dasselbe, also sechs maximale Nationalität, Teamchemie 90, und ist eigentlich auch genauso einfach. Ich habe hier vorne einfach aus der Bundesliga, die ich paar hatte, die halt nicht deutsch sind, die müssen eigentlich aber auch günstig sein. Und dann hier habt ihr einfach, habe ich hier eine Innenverteidigung, zwei Österreicher aus der österreichischen Liga und dann ja, Engländer aus der vierten englischen Liga. Easy peasy, also da ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, man muss lange überlegen oder so. Dafür bekommen wir ein Premium Silber Set. Gehen wir weiter zu Calcio A. Da bekommen wir als Belohnung 500 Münzen und ein Gold Set. Voraussetzung ist wieder 3 von der Calcio A. 0 Italiener, mindestens 3 Ligen, mindestens 3 Nationalitäten, Chemie 90. Und was habe ich hier gebaut? Vorne einfach, also hier habe ich jetzt Silberspieler gehabt, weil ich keine Bronze Spieler aus der Calcio A hatte, aber ist ja egal, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich zeige euch schon das Konzept. Vorne halt die drei aus der Calcio A und hinten wieder einfach, ja, sechs oder fünf aus der, ne, sechs aus der vierten englischen Liga und rechts einfach ein paar Koreaner, was auch, denke ich, nichts wert sein wird. Da könnt ihr nehmen, was ihr im Club habt, was easy ist. Und dann haben wir das abgeschlossen, 500 Münzen und ein Goldpack. Und wenn wir die ausländischen Spieler abschließend kriegen wir ein Nullspieler-Set und 1000 Münzen, was okay ist, dafür, dass es so einfach ist eigentlich, muss man sagen, die Squad Player Challenge. Dann geben wir so Spieler im Ausland, was ein bisschen trickier ist. Also gucken wir mal, Belohnung 5000 Münzen und ein seltenes Spieler-Set, oh, das ist auf jeden Fall nice. Wir haben da vier Squad Player Challenge, die wir erfüllen müssen, Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien. Gehen wir so erst mal in Italien rein, damit Teamchemie 100, und die habe ich jetzt hier nicht. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ja, hier ist die Voraussetzung, drei Italiener. Und man darf aber keinen aus der Calcio A und Calcio B nehmen, das sagt ja die Squad Player Challenge, Spieler im Ausland. Liga genau 5, Spieler mit derselben Nationalität maximal 4 und mindestens 79 Teamchemie. Und dann braucht man 100 Chemie, und hier habe ich keine 100 Chemie, weil ich ihn hier noch drin habe. Erst wollte ich, das rate ich euch glaube ich nicht, die sind gestern zumindest noch teuer gewesen, weil ich in Vasquez war. Ihr guckt euch das an, 5k, okay, jetzt ist er ein bisschen gesunken, muss man sagen. Da kann man überlegen, ihn vielleicht so hören. Soriano, ne, ist immer noch, guck mal, 5k, ihn habe ich jetzt für 1k gestern geholt, vielleicht ist er gesunken sogar. Und dann wandle ich ihn einfach um, das kostet zwar immer noch 2,5k, glaube ich, aber im Endeffekt bezahle ich dann 3,5k, und das ist günstiger, als wenn ich einen von den anderen Spielern geholt hätte. So, Stürmer zu, habe ich das, Stürmer zu Mittelstürmer, müsste ich doch haben. Ja, hier haben wir einen. Das ist ungefähr 500 Coins, glaube ich, nur wert. Dann müssen wir aber weiter umwandeln. Wo haben wir denn Mittelstürmer zu COM? Hatten wir doch irgendwo auch noch gehabt. Mittelstürmer zu COM. Das gibt mir schon mal 6 Chemie dazu. Reicht das schon? Das reicht sogar schon. Guck, Freunde. Er hat dann mir 3,5k gekostet. Und
Ihr könnt ja ganz kurz meinen Spieler sehen. Also rechts habe ich hier spanische Liga, links. Ihr seht einfach, ich habe einfach so versucht zu bauen, wie es geht. Also hier baut es einfach nach. Ich weiß nicht, wie ich sonst das Konzept erklären soll. Also es ist auch günstig. Ich sage euch die Preise hier. 950, Erstbesitzer 1200, 1000, Erstbesitzer 700. Ich habe ein paar Erstbesitzer, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 3 oder so. Also je nachdem müsst ihr vielleicht ihn doch noch auf ein CM umwandeln oder ja, ein paar gepackt haben. Also für mich hat das geklappt. Ob das für euch klappt, müsst ihr mal gucken. Macht jetzt lieber vorher einen Konzept-Modus und guckt, ob das geklappt hat, bevor ihr den Spieler kauft. Belohnung ist 1000 Münzen und ein Jumbo Premium Gold, was sehr nice ist. Gehen wir weiter nach Frankreich. Und da haben wir ja genau 3 Franzosen, keiner aus der Liga und aus der zweiten französischen Liga. Spieler aus derselben Liga, maximal 4 Spieler aus derselben Nationalität, maximal 3. Teamchemie 100 und Teamgesamtwertung 80. Und ja, schauen wir mal ganz kurz, was ich hier gebaut habe. Hinten, ja, seht ihr La Liga. Da habe ich die ganzen Franzosen schon fertig. Und dann könnt ihr einfach irgendeinen einen Torwart aus der spanischen Liga holen. Rechts russische Liga, links argentinische Liga. Und das reicht für mich für die 100 Chemie. Schauen wir mal. Vielleicht, weil ich ein paar Erstbesitzer habe. Also vielleicht reicht das für euch nicht. Da müsst ihr nochmal ein bisschen nachgucken. Ja, ich habe viele Erstbesitzer. Ich glaube, das wird für euch nicht reichen. Da müsstet ihr zum Beispiel hier einen Strongling hinbauen. Also müsste der Stürmer Argentinier sein oder aus derselben Liga wie der LM. Sowohl auch, bin mir nicht sicher, ja, das müsste vielleicht reichen, wenn ihr den Stürmer noch wechseln würdet, eventuell. Ja, ihr könnt es dann nachzählen wie viel Chemie sie bekommen, die jeweiligen Spieler, und dann müsste es eigentlich klappen. Belohnung ist eigentlich auch ganz nice, 3000 Münzen und ein selten Goldset. Gehen wir weiter nach Deutschland. Deutschland haben wir die Voraussetzung 3 Deutsche, keine aus der Bundesliga und zweiten Bundesliga, maximal 4 aus derselben Liga, 4 aus derselben Nationalität, 79 Teamgesamtwertung, 100 Chemie. Hier haben wir hinten einfach Mertesacker, Mustafi und Siedler Kombination. Links seht ihr, habe ich ihn noch mit Rojo kombiniert, damit er halt die Chemie so den Mexikaner hat, also so Argentinier aus der mexikanischen Liga. Hier habe ich vorne eine mexikanische Ecke gebaut und rechts ein paar Spanier. Und da seht ihr, er verlinkt einfach alle perfekt hier in der Mitte. Der ganz kurz für Spieler, wir haben Zieler 1800 Münzen, er ist Erstbesitzer, 3000 Münzen, 900, Erstbesitzer, 400, Erstbesitzer, 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 Erstbesitzer. Müsste eigentlich klappen, soweit ich hier sehen kann, auch wenn ihr die alle kauft. Ansonsten schaut mal, was ihr ändern könnt. Vielleicht hier zum Beispiel hier den LM könnt ihr in Argentinien aus der mexikanischen Liga nehmen. Dann kriegt er Rojo hier die volle 9 Chemie und dann müsste es eigentlich klappen. Hier könnt ihr zum Beispiel auch x-beliebige Spanier aus der spanischen Liga nehmen. Und hier also einfach Argentinien aus der mexikanischen Liga. Oder wenn ihr hier zum Beispiel hier einen Strong League habt und ihr habt schon genug Loyalty, geht das auch so. Dafür kriegt man 1000 Münzen und Prime Gold Spieler Set, was richtig nice ist. Dann gehen wir zur letzten Challenge, Spanien. Die war auch ganz tricky, also Voraussetzung sind 3 Spanier, keiner aus der La Liga Santander und keiner aus der zweiten La Liga Santander. Spieler aus derselben Liga, maximal 3 Spieler aus derselben Nationalität, maximal 3, Teamgesamtbewertung 80, Teamchemie 100. Was habe ich hier gebaut? Hinten habe ich schon mal, guck mal, die ganzen, links habe ich die ganzen Spanier, also hier aus Porto, geil, und mit Nolito verbunden. Rechts habe ich Liga, hinten habe ich italienische Liga und vorne habe ich hier die zwei cheapen Silberspiele, die waren gestern richtig cheap. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt noch cheap sind. Also müsste eigentlich, ihr seht, ich habe, ja, ist noch cheap. 600 ist cheap. Ich habe für 550 geholt. Gehen wir ganz kurz durch. Erstbesitzer, Erstbesitzer, Erstbesitzer. 700 Münzen, 800 Münzen, 750, 550, 1400, 1500, Erstbesitzer und 2000. Also ihr seht, eigentlich ganz ganz günstig dafür, dass wir ein Megaset bekommen. Und ich glaube, ihr könnt das auf jeden Fall auch nachbauen. Ansonsten, doch, das geht auf jeden Fall. Also ihr könnt das nachkaufen, dann müsstet ihr auch auf die 100 Chemie kommen. Und da haben wir alle 4 abgeschlossen. Es ging ganz schnell. Falls es zu schnell gehen, könnt ihr bei den jeweiligen Challenge kurz Pause drücken und dann nochmal das Team genau angucken. Ich habe es ja auch ablaufen lassen, welchen Spieler ich da geholt habe. Spieler haben auch schon abgeschlossen. Wir kriegen 5000 Münzen und seltenen Spielerset. Und da machen wir gleich auf jeden Fall ja alle auf. Hier haben wir die Transferliste. Ganz kurz zeige ich euch, falls ihr Interesse habt, ja, wer weggeht. Zum Beispiel hier die Silberspieler, ausländische Spieler in der Bundesliga. Silber und Bronze gehen, denke ich, weg. Auch hier
Marien, also ihr könnt eigentlich von der Challenge ungefähr sehen, wie viel die weggehen, aber hier gibt es ein paar ganz teure gewesen. Ja, hier, Aslan zum Beispiel für 3,8 weg und hier, er ging für 7500 weg, da. Krass einfach, also da müsst ihr aufpassen, ich wollte ihn erst einbauen, da habe ich gesagt, nee, ich kann doch einen anderen benutzen und habe ihn dann verkauft. Manchmal müsst ihr gucken, ob das überhaupt stimmt oder passt und ob ihr eine günstige Variante findet. Müsst nicht direkt immer alles nachbauen, wenn es für euch günstiger ist, ist es günstiger. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Packs. So Freunde, kommen wir zu den Packs, also wir haben hier ein Nur-Spieler-Set, Gold-Set, Premium-Gold-Set, da eins ist von meinem Weekend League Reward, das ist eigentlich das Jumbo Premium Gold Spieler Set und das Mega Set. Und ich habe glaube ich noch Premium Gold Set von Foodshop noch. Irgendwo habe ich das noch aufgehoben. Also eigentlich hätten wir nur 9 Packs, aber ich mache mal einfach mal 12 auf. Nur für euch Freunde. Und dann fangen wir mit Premium Spieler Set an. Das könnte da vielleicht das lukrativste von allen sein. Weil wenn man da einen guten zieht, wenn der aus der zum Beispiel dritten englischen Liga wäre, wäre er teuer. Ist er nicht. Knapp vorbei und... alle knapp vorbei, Alter. Keinen von der englischen dritten Liga und sind alle nichts wert. Und gehen wir zum nächsten Pack. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir mein Goldset auf. Goldset ist wahrscheinlich meistens nur Scheiße drin. Non-Rare, so ist es. So, weiter geht mit nur Spielerset, Freunde. Meistens ist da auch nur Scheiße. Aber da kann der ein oder gute Silber- oder Bronzespieler drin sein, der ganz viel wert ist. Hier haben wir Ta. Ja, eventuell wird er noch ein bisschen steigen, weil kommt ja nächste Wochenende, ist auf jeden Fall Bundesliga dran, ist jetzt nichts wert, den werde ich erstmal im Verein speichern. So, weiter geht's mit dem Premium Goldset, also die Packs werden nach und nach besser, hoffentlich ist da auch mal ein guter Spieler dabei, wollte ich gerade sagen, da sehen wir einen Non-Rare Lens. World Class. Weiter geht's mit dem Jumbo Premium Goldset, würde ich sagen, 7 seltene, 24 Objekte und wieder kein heftiger Spieler. Auch Banner ist das. Also wir warten und warten immer noch auf einen Moneymaker hier. Okay, Freunde, ich weiß nicht, machen wir zuerst das, ich weiß nicht, hier sind jetzt noch die heftigsten Packs übrig, Freunde. Ich würde sagen, 2 Spieler, Goldspieler-Set. No Walkout. Keinen guten Flair, ey, und das ist, ja gut. Acosta mit 93 Pace, aber wahrscheinlich nichts. Freunde, wir haben noch gute Packs übrig, also... Ich bin mir nicht sicher, was ich als nächstes aufmachen soll, Alter. Da sind so viele Sachen hier. Komm einfach nach der Reihenfolge. Seltene Goldset ist ein 25k-Pack. Seltener Spieler, es war klar. Konopianka. Vielleicht behalte ich ihn. Er könnte eventuell steigen für das nächste Weekend League. Er ist ja gar kein schlechter Spieler, muss man sagen. So, das erste Megaset von 2 wird geöffnet. Ohne Witz, wir haben richtig viele Packs geöffnet. Bis jetzt noch nichts annähernd Gutes. Aurier, eventuell ist der noch was wert. Schauen wir mal ganz kurz. Piszczek, okay. Piszczek ist auf jeden Fall was wert für die nächste Weekend League. Und er ist auch hier 3, 4K wert. Piszczek wird auf jeden Fall was wert sein, oder? Oh, okay, er ist 3K. Ich dachte, er wäre mehr wert. Nee, das nächste Megaset. Also jetzt kommen echt nur noch heftige Packs. Und wir warten immer noch. Aber jetzt der erste große Flair. Fährmann, jawohl, Digga, den wollte ich mir sowieso wahrscheinlich holen für meine nächste Weekend League. Muss ich den hier zumindest nicht mehr kaufen. Okay, 3 Packs haben wir noch übrig. Fangen wir rechts an, weil ich glaube, das seltene Spielerset ist am wertvollsten. 3 nur noch Spieler-Packs. Kriegen wir noch ein bisschen Glück. Da ist der erste große Flair wieder. Torwart Pepe Reina. Okay, 2 Packs haben wir noch. Prime Gold Spielerset und danach ein seltenes Spielerset. 50k Pack und noch ein 45k Pack, Alter, das ist richtig krank. Oh, EA, Mann, ey, ohne Witz, ich habe die heftigsten Packs bis jetzt aufgemacht und nix einfach, Mann, nix Kunstigli. Ja, Freunde, das allerletzte Pack ist ein 50k Pack, come on, EA. Also, man muss sagen, ich habe jetzt Packs einen Wert von, ich weiß es gar nicht, fast 200k müsste es doch gewesen sein. Wer hat mitgerechnet? Auf jeden Fall um die 200k. Ich habe nichts gezogen, come on, EA. No Walkout. Guck dir den Flair an. Ein 50k Pack. Und ich krieg Horn, Alter. 82 Horn. Also das war ja heute, war Packlack absolut nicht da. Ist absolut nicht da gewesen. Nur Scheiße. Nur Scheiße gezogen, Freunde. Absolut nicht da gewesen. Ja gut, Freunde, kann man nichts machen. Trotzdem, denke ich, hat sich das gelohnt. Ich habe nicht so viel bezahlt und werde auf jeden Fall wieder, wie immer, Profit machen und Packlack war diesmal nicht da. Ich hätte schon was erwartet. Also wir hatten viele Spieler-Packs gehabt und dies und das, aber was soll man machen? Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem geholfen.
vielleicht das ein oder andere Team zu bauen, oder das ein oder andere Konzept hat oder irgendwie verstanden und konnte da besser Team bauen. Schreibt doch gerne, was ihr gezogen habt. Vielleicht habt ihr mehr Pack Luck. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!